Hallo Ihnen. Hallo zusammen. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Genau. Jürgen, brauchen noch einen Mitarbeiter. Ich brauche noch einen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Männlich, weiblich, diverse, muss man ja heute sagen. Hier unten wird die E-Mail-Adresse eingeblendet. Wir brauchen Unterstützung für unser Team. Bitte bewerbt euch, meldet euch. Oh, guck. Ja, schaut mal ganz kurz. Hier haben wir eine Mehrlenkerachse und wir haben immer wieder das Problem, hier oben sind ja zwei Querlenker drin, einer und der zweite. Das alles hier ist aus Aluminium und hier ist eine Schraube drin, den seht ihr da, die geht hier quer durch. Und diese Schraube setzt sich fest, die oxidiert fest, weil das ist Stahl und das ist Aluminium. Schöne Idee, aber die haben natürlich eine andere Spannungsreihe und dadurch oxidiert die Stahlschraube und setzt sich daran fest. Jetzt haben wir hier so eine spezielle Presse. Der Josch hat jetzt hier mit Hydraulik, hier ist eine Hydraulik drin, ganz viel Druck hier drauf gegeben. Also presst im Prinzip mit hier über diese Umlenkung da volle Pulle drauf, damit die Schraube da rauskommt. Der ist gerade hier dran und hat einen Ohrschutz an. Und rat mal warum, weil der macht das jetzt leicht warm mit dem. Pass auf, mach nicht so viel Druck drauf. Ja, müssen wir jetzt gucken, jetzt gleich klackt das. Und dann kann man sehen, wie die Schraube hier wieder so ein bisschen rausschießt. Das ist immer wieder spannend. Ja. Jetzt dehnt sich das Aluminium etwas aus. Und normalerweise müsste jetzt gleich mal pock gehen, dann ist er wieder ein Stückchen weiter. Das darf man nicht zu heiß machen, das Aluminium, nur dass es so ein bisschen bewegt, ein bisschen dehnt. Wow. Das ist irgendwie immer total spannend. Da ist schon eine Menge Druck drauf auf der Schraube. Es gibt nicht zu viel Druck drauf. Boom. Und wieder ein paar Millimeter. So, jetzt ist die wieder ein paar Millimeter rausgerutscht. Und die ist immer noch fest, ne? Du musst nicht denken, dass sie jetzt hier irgendwie los ist, ne? Ja, ja. So geht das Stückchen für Stückchen für Stückchen. Da ist man dann mal schlapp, lange? Ja, zwei, drei Stunden mehr beschäftigt, um diesen Querträger oder die Radaufnahme dazu. Was haben wir da früher alles für einen Zirkus gemacht, ne? Als es das Werkzeug noch nicht gab. Köpfe abgeschnitten vorne, ausgebohrt, mit dem Bohrer bis Wir haben drin. Immer noch teilweise, wo es nicht rausgeht, wenn es wirklich nicht funktioniert. So, ihr könnt das sehen, hier, guck, ich schraube es jetzt hier ein Stückchen raus. Also ist schon ein ganz schönes Stück raus und dieses immer wieder tock, 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 tock geht das weiter und die ist fest, ne? Ja. Was ich jetzt machen könnte, ist mit dem, hier schon mal dran drehen und gucken, ob sie sich bewegt. Boah. Dieses. Nein. Oh, zum Glück ist sie da rübergerutscht. Ja, ich würde sie abreißen. Ist sie aufgebrochen, ja. Ist da drüber gerutscht. Wenn das nicht funktioniert, haben wir hinten, guck mal Junge, hab ich ein Werkzeug gekauft. Dann gibt es dann immer noch Mehrlenkerachse. Mehrlenkerachse, Ausbau- und Presswerkzeug. Aber eine extra Abteilung. Ja. Da gibt es dann nochmal so ein Spezialwerkzeug. Wie sieht das aus? Wenn du es mal brauchst, kannst du es dir gerne ausleihen bei mir. Das ist nochmal extra Hülsen, die man aufsetzt. Und dann kann man hier sehen, das Spezialwerkzeug ausgebohrt. Damit wir die Dinger. Die müssen natürlich dann 100% zentriert gebohrt werden. Ne? Das heißt, ich setze das dann da oben drüber und kann dann schön zentriert in der Mitte geführt bohren. Da kann man hier sehen, wie man die dann draufsteckt. Ne? Ja. Auf die Schraube steckt man die drauf und bohrt die dann zentriert aus. Da sind dann spezielle Bohrer dabei, auch die richtige Länge dabei. Damit kann man es noch raustreiben. Ne? Genau. Ich habe ja dann aufgebohrt mit einem speziellen Bohrer und gehe dann mit dem Raustreiber da rein. Und weil die Spannung ja weggenommen ist von der Schraube, weil ich sie aufgebohrt habe. Ja. Da kann man das dann nochmal aufsetzen. Das ist so ein Teil. Und dann kann man das dann mit der Maschine raustreiben. Also, Mehrlenkerachse ist echt ein Thema. Und das jetzt gesehen hat, wie viel Druck da drauf war, wie das knallt. Schön viel Arbeit. Das ist schon beeindruckend. Aber gut, das war jetzt nur mal so am Rande. Ich tue das wieder weg, ne? Ja, vielen Dank, Herr Faul. Ne? Ja, sehr gerne. Ihr könnt euch erinnern, wir sind betrogen worden. Oder besser gesagt, der Staat ist betrogen worden. Da geht es um Subventionsbetrug von einem Herrn Kamil. Den Nachnamen darf ich aus rechtlichen Gründen leider nicht sagen, obwohl ich das gerne tun würde. Der hat auf unseren Namen hat er sich Geld erschlichen, Corona-Hilfe. Und jetzt haben wir dann auf Post bekommen. Namen, ne? Auf deinen Namen? Ja, ja. Kfz Pasch, Meisterwerkstatt. Kamil Bingsterbumster, ja. Fenlorstraße 725 50827. Also er hat Kohle gekriegt, wir schätzen es um die 15.000 Euro. Und
Du solltest hab ich mich ja schon mal aufgeregt. Und jetzt haben die uns angeschrieben, habe ich ja schon mal alles erzählt. So, dieses Arschloch, ne, ist jetzt, die Sache, es geht jetzt weiter. Die haben uns angeschrieben, sehr geehrter Herr Pasch, das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes, aber wenn die so viel machen, ist doch klar, dass alles durchgeht, des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit oberem E-Mail weitergeleitet. Es handelt sich nach Ihrer Ausführung offenbar um einen Fall der Identitätsdiebstahl in Tateinheit mit Subventionsbetrug und somit um eine Straftat. Hat einer deine Identität geklaut und da was mit gemacht? Den Verdacht des Subventionsbetrug haben wir der zuständigen Staatsanwaltschaft bereits zur Kenntnis gegeben. Damit der Identitätsdiebstahl bei den Ermittlungen von Anfang an berücksichtigt wird, empfehlen wir Ihnen sofort noch nicht geschehen, dringend Anzeige zu erstatten. Das haben wir jetzt gemacht, aber was für ein Aufwand. Was für ein Aufwand. Jetzt muss man nochmal von vorne anfangen. Ich meine, die haben gesagt, okay, wir geben allen Geld, damit sie alle schnell das Geld bekommen. Aber, muss auch sagen, wenn, da kommt sowas rein, Kfz, Pasch, Meisterbrücke, Kamil, Dingsterbumster, da kann man doch mal hier anrufen. Meine klar, vielleicht waren das zu viele. Also ich habe da so ein bisschen, hänge da so ein bisschen an so einem Punkt. Grundsätzlich finde ich, hätte das anders laufen können, aber dann hätten die natürlich auch wieder die Politik wieder einen reingedrückt bekommen. Jetzt ist es so gelaufen, jetzt kriegen sie auch wieder einen reingedrückt. Aber dass es so Arschlöcher gibt, die hier in Deutschland, sehr wahrscheinlich irgendwie aus dem Ausland, hier in Deutschland bescheißen, sorry. Da haben wir kein Verständnis für. Nein, haben wir gar kein Verständnis für. Und die sowas machen, sorry, da gibt es für mich ganz klare Argumente. Argumente, ganz klare Argumente. So, gut. Hier, dazu. Dann haben wir. Neue Argumente. Ihr kennt also Fabuka. Viele haben gesagt, ach, ihr nervt ja dauernd mit eurem Fabuka. Jetzt gibt es natürlich auch Fabuka Public, das heißt für die Öffentlichkeit. Genau, es gibt Fabuka Pro und das normale Fabuka. Ja. Könnt ihr euch anmelden, mega geil, schaut mal rein, blende unten nochmal ein, mega Klamotten. Es sind schon ganz, ganz viele dabei, die da mit Freude teilnehmen. So, und beim Fabuka Pro ist es so, dass sich die Leute eben gegenseitig unterstützen und dann hat die der Thomas geschrieben, habe einen gebrauchten Insignia aus 2015 mit 106.000 Kilometer hier stehen. Vorsorglich soll der Zahnriemen vor Auslieferung ersetzt werden. Bei der Demontage vielmehr der Moment, da müssen wir dabei sagen, bei 106.000 Kilometer ersetzt werden normalerweise der Wechselintervall so ungefähr 160.000. Ne? Genau. So. 160.000 wäre normalerweise der Wechsel und vorsorglicherweise haben die nachgeschaut und schaut euch mal das Video an, was der hier reingestellt hat, so, da sieht man den Zahnriemen. Und guckt mal die Rolle, wie die aussieht. Sehr, sehr mitgenommen, eingelaufen. Guck dir das an. So, und das Geile ist, dann wird das mitgeteilt bei Fabuka. Guck dir die Rolle mal an. Und was die für Risse hat. Ja, guck mal. Da wird das bei Fabuka mitgeteilt. Und das ist natürlich auch so wichtig für alle Opel-Fahrer, die in Insignia fahren. Achtet darauf, nutzt das nicht aus mit dem Zahnriemen. Da gibt es eine technische Änderung. Da wird oben das Zahnriemenrad mit erneuert. Also Opel Insignia A von 2014, 2 Liter mit 125 kW. Also da gibt es ein technisches Problem. Und wenn euch der Zahnriemen in die Ohren fliegt, dann sagt, wird sehr wahrscheinlich Opel sagen. Sehr wahrscheinlich, weißt du nicht. Wir haben hier gesagt, das soll vorher geprüft werden. Da haben die Jungs von Fabuka das gesehen im Netz, da auf der Plattform. Und da haben sie ihn angeschrieben und gesagt, pass auf, schick uns doch die Sachen vorbei. Würden wir uns gerne anschauen. Genau, und dann hat er uns, weil das zu uns Autodoktor uns kommen sollte, wer zweimal kauft, kauft öfters. Ja, das schauen wir uns doch gerne an. Das schauen wir uns gerne an. Super. Ja, man sieht auch hier an dieser Rolle, ne, wenn die so dreht, die Aufnahme, die ist schon ein bisschen verschlissen hier so an einigen Stellen. Aber die wird erst unrund, wenn die leer ist. Genau. Dann eiert die. So, auf jeden Fall hat er uns hier den Zahnriemen eingepackt. Die ganzen Sachen, die können wir uns ja selber mal angucken. Einfach ein guter Tipp für... Oh, Verpackungsmaterial, prima, kann ich brauchen. Ja, das muss er mitnehmen. So. Das sind die Rollen. Das ist original Opel-Teile. Wie gesagt, da gibt es eine technische Änderung. So. Das kommt neu. Guck mal, wie das eingelaufen ist. Das ist nicht normal.
Das ist schon mal, ihm ist wohl aufgefallen, dass der Riemen, dass da ganz viele Riemensperren irgendwo drin lagen, obwohl der Riemen noch einigermaßen gut aussieht. Den hätte ich jetzt gesagt, der sieht doch noch prima aus, aber der hat wohl ganz viel von diesem braunen Abrieb vom Riemen hier so überall verteilt. Ne? Guck dir mal die Rollen an. Ich meine, aber die sehen ja fürchterlich aus. Und ich denke mal, das ist der Grund, Holger, warum die gedacht haben, das muss runter, der muss neu. Der hätte wahrscheinlich noch ein bisschen gehalten. Ja, aber die Rolle. Würde ich so tippen, aber die Rollen nicht. Die Rolle bricht ja irgendwie mal aus. Genau, genau. Adnan! 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 Ganz kurz, ne? Und hier, da, das ist klar, das bricht dann irgendwann weg und dann fängt das an zu schliggern und dann, ja, dann ist natürlich der Zahnriemen am Arsch. Gut, also nochmal an alle Opel Signia-Fahrer, die das jetzt sehen, bitte schaut danach und reizt das nicht so weit aus. Vielen Dank, Adnan, kannst du weitermachen. Adnan hast ja gerade was am Sauber machen. So, okay. Können wir den ganzen Schrott wieder einpacken, ne? Ja, pack du ein, alles klar. Zehn Packen weniger, neun Packen ist einpacken. Nein, die trinken wir natürlich gemeinsam und zusammen. So, dann haben wir hier eine Lüftung. Aber wir warten noch Männchen ab, bis der Adnan da fertig ist und dann machen wir weiter. Ist einfach zu laut. So, jetzt ist es ja was ruhiger. Ungewöhnlich, ja. Na, schauen wir jetzt mal beim Josch nochmal. Mal gucken, wie der Josch das macht. Der Josch macht immer so Stücke, wie es machst du? Ich habe jetzt, glaube ich, vier. Normalerweise reichen zwei, dann ist die Schraube los, aber die ist, wie gesagt, besonders fest. Schneidet er immer so Stücke und die legt er dann hier hinten mit rein in das Loch. Jetzt muss ich es nochmal rausholen, weil du hast kein Fett drauf getan. Wie? Ich will Fett mit drauf, damit die nicht festhängen, wenn ich sie jetzt... Hol mal genäht weiter, dann holen wir sie mal raus. Ja, aber die hängen sich ja nicht fest. Ja, glaub mir. Die können sich festhalten. Habe ich beim ersten Mal auch gedacht. Drücken sich auseinander und okay, pressen sich da rein. Holen wir die nochmal raus. Bleibt am Aluminium hängen, ne? Ja, aber da muss ja das nächste auch noch da drin sein, ne? Ja, den muss jetzt noch rauskriegen. Ja, die kriegst du halt zum Schluss mit dem Dorn rausgehauen, ja. Von der anderen Seite. Da siehst du mal, wie schon die da schon drin sind. Ja, ja. Und, ne, dann Stückchen für Stückchen, ja. Für Stückchen für Stückchen für Stückchen für Stückchen für Stückchen. Und hinterher klappern die anderen dann mit dem Dorn raus. Ne? Und jedes Mal macht es Pang, wenn es wieder ein Stück weiter gerückt wird. Genau, und da muss man einfach mit Geduld arbeiten und genau gucken, dass es parallel steht. Wenn das nicht parallel steht, haben wir schon oft genug uns das Werkzeug kaputt gemacht. Dann verbiegen wir hier oben die Köpfe. Da haben wir nämlich jetzt hier, da seht ihr, das ist das, was da oben reindrückt, hier an dieser Stelle. Und wenn man das nicht genau parallel setzt, dann verbiegen die, das können wir wegschmeißen. Aus wie Banane. Ja. Ja, das ist aber dann nur, wenn es, dann musst ja, du, ja. Du darfst immer nur dieses kleine Stückchen, was der Josch da reinsetzt, darfst du drücken. Ja, und, dann, ne, und sobald du mehr drückst, siehst du... Dann sieht er so aus. Ja, und das ist der Josch absolute Spezies, das ist der Einzige, der das so richtig kann. Ich kann das auch. Ich habe auch schon ganz viele gemacht. Ja. Ein Applaus für Jürgen, hat das auch schon mal gemacht. 16, danke. So, also. So, Lüfter. Lüftergebläse. Warum Lüftergebläse? Wir wollen euch einmal Lüftergebläse erklären, wie das so funktioniert. Weil der Josch hat ein Auto repariert, aber wir wollen euch erstmal grundsätzlich erklären, wie so ein Ding, ist das so ein Dreck, wie so eine Lüftung funktioniert. Lüftung. Wenn es noch einen normalen Vorwiderstand hat und keine Elektronik, weil es gibt ja Fahrzeuge auch, da kann man es elektronisch einstellen, dann gibt es als Strom- und Spannungsbegrenzer einen sogenannten elektronischen Igel, heißt das denn. Der ist anders aufgebaut. Aber solange man noch so eine verschiedene Lüftungsstufen hat, hier erste, zweite, ja, dritte Stufe, fangen wir vorne an. Hier vorne. Das ist das. Der Heizungskasten. Erklär mal, ich gehe mir eben so einen Igel holen. Das ist der Heizungskasten, so wie er fast allen Autos verbaut ist. Hier sitzt der Lüftermotor. Hier ist der Anschluss für die Klimaanlage, für den Verdampfer. Wo sitzt der Heizungskühler? Hier unten drin sitzt der Heizungskühler. Da unten drin. Da sind dann auch Wasseranschlüsse dran. So, da das Gebläse. Bringt die Luft hier durch den Verdampfer, durch die Wärmetauscher, raus in den Innenraum. Ja. So sieht das ganze Spiel hier aus. Und wenn wir das laufen lassen, dann geht die Luft hier raus und bringt schön warme Luft. Oder, wenn die Klimaanlage ist, kalte Luft.
In den Innenraum. Haben wir schon erklärt? Nee, da habe ich noch nicht. Okay, wunderbar. Wie funktioniert es? Ich gehe davon aus, dass wir einen normalen Schalter drin haben. Erste Stufe, hier bei dem Fahrzeug und das, was der Josch repariert hat, wird das Minus gesteuert. Das heißt, Minus fließt hier rein in den Schalter, wird auf die erste Stufe gegeben, geht hier über den Vorwiderstand, wird begrenzt. Der Vorwiderstand wandelt im Prinzip die Energie um in Wärme, kann man auch sehen, wenn ich jetzt hier drauf halte. Er wird immer wärmer und immer wärmer. Und Luft kommt schon raus hier. 46 Grad, 48 Grad, so. Und Luft kommt da oben schon raus. Dann kommt die nächste Stufe, wird weniger begrenzt und dann noch eine Stufe. Wird noch weniger begrenzt. Und dann kann man hier sehen, wie die Temperatur hier ohne Ende ansteigt. Und wenn wir da nichts dran tun, das heißt den kühlen, wird die Temperatur immer weiter ansteigen und dann geht diese Überlastsicherung hier unten kaputt. Genau, da ist die Überlastsicherung drin. Dieses Ding sitzt normalerweise hier im Luftstrom drin, hier an dieser Stelle. Achso, nimm mal so rum. Ja, da unten sitzt der drin. Was ist? Und wird dann, komm ich, so, komm ich hin. Und wird dann von der, boah, Junge, hat Mann, das jetzt Mann, wieder Mann, einen Lärm da. Schon wieder ein Stückchen weitergeflogen. Was? Deswegen fahre ich Kopfhörer. Junge, da kriegst aber auch einen Gehörschaden von. Ach, das sind diese Keile, die da reinkommen, dass sich das Aluminium nicht zusammendrückt. Ich weg mal hier oben hin. Danke. Also sitzt normalerweise hier im Luftstrom drin und wird gekühlt. Jetzt gibt es so einige Spezialisten, die sagen, okay, hier ist diese Überlastsicherung, da löte ich einfach ein Kabel dazwischen. Boah, wenn das kaputt ist. Jo. Wenn der Lüftermotor zu viel Strom aufnimmt, brennt das auch durch, weil es einfach zu heiß ist. So, wenn man dann jetzt so eine Sicherung da reinmacht, das Ding wird über 100 Grad heiß, kann es innen drin zu einem Brand kommen. Einfach achtsam damit sein. Das als kleiner Tipp. Passiert aber auch sehr häufig. Der Lüftermotor dreht sich schwer. Wird erneuert, weil er sich kaum noch dreht. Vergessen aber, den Widerstand mit zu erneuern. Dann sollte man immer beides mittauschen. Ja, meistens geht der auch kaputt. Warum zeigen wir euch das? Wir hatten ein elektrisches Problem an einem Fahrzeug. Damit ihr das versteht, und das blenden wir jetzt mal ein, hat der Joscha selbst aufgenommen mit der Kamera. Schaut euch, also mit dem Handy, schaut euch das mal an. So, wir haben hier einen Citroën Berlingo. Mit Behindertenumbau, das heißt, hier hinten kann man mit dem Rollstuhl reinfahren und entsprechend dann auch das Fahrzeug fahren, ohne, also dass man halt quasi nicht die Füße benutzen muss, sondern alles dann entsprechend hier über den Hebel, da kann man so die Bremse betätigen und hiermit kann man, wenn man den reindrückt, entsprechend Gas geben. Der Wagen hat ein Problem und zwar bemängelt der Kunde, dass die Lüftung ab und zu nicht funktioniert. Beziehungsweise wenn er über einen Hubbel fährt, dass die Lüftung dann mal wieder geht und mal wieder nicht und mal wieder geht und mal wieder nicht. Bei uns war es tatsächlich so, dass wir den Fehler das erste Mal nicht nachvollziehen konnten, weil die Lüftung da leider ohne Probleme funktioniert hat. Jetzt ist der Kunde nach ein paar Tagen wiedergekommen. Jetzt funktioniert die Lüftung aktuell wieder nicht. Und wir haben dann so ein paar Prüfungen durchgeführt und ich wollte euch mal so ein bisschen was dazu zeigen. Grundsätzlich, wenn wir etwas prüfen oder so einen Lüfter prüfen, ist es am einfachsten, wenn man im Unterbodenbereich, also quasi hier im Fußraum von der Beifahrerseite, einmal die Abdeckung abbaut und dann entsprechend einfach direkt am Lüfter die Spannungsversorgung prüft. Hier ist der Lüfter, hier hinten haben wir den Gebläsewiderstand und dann prüfen wir jetzt einfach mal hier die Spannungsversorgung, wenn ich den Stecker rauskriege. So, haben wir Multimeter und wir prüfen jetzt die Spannungsversorgung gegen Masse. Das heißt, wir gehen hier einmal rein und sehen da, 15 Volt ist ein bisschen viel jetzt tatsächlich. Der Wagen läuft jetzt gerade auch, müssen wir nochmal bei schauen. Aber auf jeden Fall, Spannungsversorgung ist vorhanden. Der Lüfter funktioniert aber nicht. Daraufhin haben wir, weil wir natürlich die Verschaltung nicht von jedem Fahrzeug wissen, erstmal den Stecker wieder aufstecken vom Lüfter. Ein bisschen beschissen hier gemacht da unten. Weil wir die Verschaltung nicht wissen, haben wir uns natürlich erstmal einen Schaltplan besorgt von dem Fahrzeug. Das ist einmal hier der Schaltplan zu der Klimaanlage. Da haben wir hier unten einmal, da ist es der Lüftermotor, hier haben wir das Relais, hier haben wir den Gebläsewiderstand und hier drüben haben wir das Klimabedienteil. Ich habe das Ganze mal ein bisschen größer gemacht, dass man sich das anschauen kann. So, zum Nachvollziehen. Hier vorne ist der Plus, die Plusverbindung von dem Lüfter. Die ist auf jeden Fall da gewesen, das heißt Spannungsversorgung ist vorhanden. Dann geht das Kabel oder das Signal, das Minussignal, das fehlt uns ja gerade, geht dann tatsächlich von hier auf diesen Gebläsewiderstand.
Und dann prüfen wir jetzt mal einfach am Gebläsewiderstand, ob wir da Spannungsversorgung haben. Schauen wir mal unten drunter. So, auf dem Pin vom Gebläsewiderstand. Siehe da, die Spannungsversorgung kommt also auch am Gebläsewiderstand an. Dann prüfen wir mal den Signalausgang vom Gebläsewiderstand, ob wir dort entsprechend auch die Spannung anliegen haben. So, Spannung auf Pin 2 ist auch da. Auf Pin 3 ist die Spannung auch da. Und auf Pin 4 ist die Spannung auch da. Was so ein Gebläsewiderstand macht, der sorgt quasi dafür, schauen wir mal hier, da sieht man es auch, wie die Widerstände in Reihe geschaltet sind. Der sorgt dafür, dass unterschiedlich nach welcher Stufe man entsprechend den Lüfter schaltet, der Strom quasi aus dem Klimabedienteil über den Widerstand läuft und dann letzten Endes auf den Motor kommt. Umso höher der Widerstand im Gebläsewiderstand ist, umso weniger schnell dreht der Motor. Das heißt, wir haben jetzt hier an diesem Pin auf jeden Fall die Spannung anliegen und tatsächlich durch den Widerstand durch auf die einzelnen Lüfterstufen, also Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3 bzw. Vollgas, haben wir entsprechend auch überall die Spannung aus dem Gebläsewiderstand rauskommen. Das heißt, wir haben hier keinen Kurzschluss. Der Widerstand funktioniert ohne Probleme. Dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, schauen wir uns mal an, ob wir die Spannung, die hier unten aus dem Widerstand rauskommt, entsprechend auch oben am Klimabedienteil anliegt, beziehungsweise wenn dort die Spannung auch anliegt, warum letzten Endes der Motor nicht mit Minus versorgt wird, weil der Strom quasi von Plus über den Motor, über den Widerstand, über das Steuergerät, hier über den fünften Pin in Richtung Masse fließen sollte. So, dann gehen wir mal rein. War ein bisschen Fummelei, hier oben alles auseinanderzubauen. Ihr seht es schon, hier hat schon einer ein bisschen was rumgefummelt. Da leider die Kabelfarben nicht belegt sind, mussten wir uns das Ganze ein bisschen händisch messen. Das heißt, ich nehme das Multimeter mal jetzt hier hoch. So. Jetzt haben wir das Minuskabel verloren. Und wenn wir jetzt hier schauen, haben wir hier auf jedem einzelnen der Pins letzten noch die 15 Volt anliegen. Das heißt, diese vier Leitungen sind die Leitungen, die letzten Endes unten vom Widerstand kommen. Und diese Leitung hier müsste die Masseleitung sein, beziehungsweise die Minusleitung. Wenn wir jetzt hier reinschauen, auch hier haben wir die 15 Volt anliegen. Das heißt, das Steuergerät schaltet theoretisch auf jeden Fall durch. Die Frage ist jetzt nur, warum haben wir kein Minus anliegen? Ist es so, dass hier hinter vielleicht die Spannung, ja, doch, dort liegt auch die Spannung. Das heißt, hier auf jeden Fall hinter dem Kabel bis hier vorne haben wir eine Verbindung. Das heißt, wir haben am Klimabedienteil keine bzw. nicht genug Masse anliegen. Das heißt, die Masse kann nicht hier rüber geschaltet werden bis hier letzten Endes zum Motor. Das heißt, die Spannung, also der Strom fließt hier durch das Klimabedienteil durch in Richtung Masse. Jetzt ist die Frage, wo ist dieser Massepunkt? Der hat die Bezeichnung MC46. Wenn wir jetzt mal schauen, in der Beschreibung MC46, Karosserie, Masseverbindung Nummer 46. Dann haben wir hier so eine wundervolle Beschreibung, wo die einzelnen Massepunkte sind. Und wenn man mal hier schaut, sollte der Massepunkt eigentlich MC46 unten am Fahrersitz sein. Jetzt ist es ja so, ich habe es gerade eben schon erzählt, dass es ein Umbau ist, ein Behindertenumbau. Das heißt, der Sitz und die komplette Bodenanlage ist entsprechend umgebaut worden, dass man den Sitz vor- und zurückrollen kann, damit da, wie gesagt, auch jemand sitzen kann, der eben nicht die Möglichkeit hat, mit den Füßen alles zu betätigen. Und dabei ist natürlich auch der Sitz umgebaut worden, beziehungsweise auch die Masseverbindung umgebaut worden. Jetzt kommen wir wieder zu dem Lötpunkt, der hier oben ist. Dieser Lötpunkt, den sehr wahrscheinlich die Umbaufirma da oben aufgesetzt hat, ist dafür da, damit das Klimabedienteil trotzdem die Masseversorgung bekommt. Über entsprechend dann jetzt eine andere Stelle. Nachdem ich dann mal so ein bisschen das Kabel verfolgt hatte, ist mir aufgefallen, dass das hier unten drunter unterm Lenkrad lang geht. Hier drüben kommt es wieder raus am Sicherungskasten. Und dann kommt das hier vorne auf diese eine Schraube. Beziehungsweise hier über den Kabelschuh auf diese eine Karosserieschraube, mit der das Ganze befestigt ist. Dahinter liegt das auf Masse, natürlich, klar, aber hier vorne brauchen wir nicht drüber reden. Die Kontaktfläche von dem Lötschuh ist natürlich auf Plastik liegend.
Und ja, das ist natürlich dann nicht verwunderlich, warum da natürlich nicht genug Masse vorhanden ist. Beziehungsweise, schaut euch das mal an, wenn ich jetzt hier mal an dem Steckerchen wackel, den man nach vorne ziehe, geht auf einmal die Lüftung. Was man auch sehen kann, ist den Funkensprung, der hier entsteht. Klar, weil der Lüfter natürlich ein bisschen Strom zieht. Das heißt, seht ihr das? Wenn ich jetzt hier anpacke und bewege, wie das Ganze sich verhält, da sieht man es. Wie der Lüfter mal geht und mal nicht. Klar, natürlich, je nachdem, wie der gerade am Wackeln ist, oh, da sieht man es richtig gut, geht natürlich der Lüfter mal und mal geht er nicht. Und das ist unfassbar, oh, ist das heiß geworden. Das ist unfassbar gefährlich, dieses an, aus, an, aus, an, aus, an, aus, an, aus. Das kann tatsächlich passieren, oh, es wird richtig heiß hier unten. Dass hier natürlich das Plastik immer weiter wegschmilzt. Jetzt seht ihr von selber, wie das da unten rumspringt. Ich brauche nur hier an der Verkleidung zu wackeln. Ja, da hat einer nicht so ganz gut aufgepasst, als er das Ding eingebaut hat. Was soll ich dazu sagen? Wir werden jetzt die Masseverbindung natürlich entsprechend einmal umlegen. Aber ich wollte euch das natürlich nicht vorenthalten. Aber das ist ja sehr unglaublich. Also hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das tatsächlich der Fehler ist am Ende des Tages. So, witzig. Ne? Dann machen die das dann an dieser Stelle. Guck mal hier, das haben wir jetzt mal vorbereitet. Machen die das so fest, dass hier so ein Plastikteil, also das wäre jetzt da, wo die Karosserie. Das ist die Karosserie. Das ist die Karosserie. Und dann haben die ja die... das Armaturenbrett und haben das Ding so festgemacht. Und in dem Moment, wenn man das hier festmacht, hat man ja nicht immer Kontakt, weil wenn jetzt da ein hoher Strom fließt, dann kann das nicht wieder funkt. Ja, und je mehr das funkt, aber die haben es sogar so geschickt festgemacht, dass diese Klemme hier gar keine Verbindung mehr mit Masse hatte. Somit konnte dann auch hier kein Minus anliegen, weil wir brauchen Plus. Der Plus hat angelegen am Lüftermotor. Minus geregelt. Ist aus dem Video vielleicht nicht ganz so 100% ersichtlich. Und das wollen wir uns erstmal zeigen. Und das wollen wir zeigen, wie das jetzt aussieht. So, wenn jetzt hier kein Minus anliegt, also weil dort an dieser Stelle wir das an Plastik festgemacht haben, dann können wir ja hier unser Plus messen. Das Plus geht rein in den Lüftermotor, kommt aus dem Lüftermotor raus. Und dann können wir hier an dieser Stelle auch Plus messen. Geht dann hier rein, läuft natürlich hier zu dem Schalter und da kann man hier an, überall allen, Plus messen. An einzelnen Stellen, je nachdem wie der Schalter dann steht, an einzelnen Stellen überall Plus messen. Bis sogar hier rüber kann man Plus messen. Jetzt in dem Moment... Das ist ja der Minusanschluss. Genau. Ja, das fließt dann hier durch, Plus fließt durch den Lüftermotor. Deswegen sagte ich auch schon, hier kann man überall Spannung messen. Wenn ich jetzt hier anklemme, verschwindet natürlich hier das Potenzial, weil Strom ist eine faule Sau und sucht sich den kürzesten Weg. Jetzt sucht er den über die Prüflampe und wenn ich hier anklemme, geht auch die Prüflampe aus, weil wir jetzt dann Minus anliegen haben. Genau. Und der Strom hat ja keinen Sinn mehr, das ist ja kein wirklicher Stromkreis. Jetzt haben wir wieder einen Stromkreis und so nimmt er den Stromkreis, weil der Strom eine faule Sau ist und läuft da lang. Ja, das kommt man in dem Video schlecht sehen, deswegen wollten wir das nochmal erklären, weil der Josch sagt, hier ist Spannung, die Spannung an. Das ist jetzt aber nur, weil das Ganze minus geregelt ist. Wir könnten das auch umdrehen, das heißt, wir machen genau hier Minus drauf und würden das Ganze plus stellen. Funktioniert genauso. Lüftermotor dreht jetzt nur verkehrt rum. Lässt jetzt hier raus. Ja. Ne? Dann müssen wir den Lüftermotor umpolen, aber drehen. Auf der Seite an. Drehen tut er auch. Dann müssen wir den Motor einfach nur plus minus unten tauschen. Wenn wir die zwei Anschlüsse hier jetzt tauschen würden, wenn wir die Anschlüsse tauschen würden, das können wir ja machen. Abgerissen. Ja, hohe Gewalt. Boah. Sinnlos halten. Pass auf, ich halte den jetzt hier so dran. Jetzt lassen wir mal laufen. So, jetzt haben wir Plus geregelt. Genau, jetzt haben wir Plus geregelt. Ne, das kann man Plus und Minus regeln. Und in dem Fall, das waren Zitronen, war das, glaube ich. Ne? In dem Fall war es eben Minus geregelt. Aber
bei dem Umbau, bei diesem Behindertenumbau, könnte man anders machen. Gut, ihr Lieben, das war's heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Josh, wie sieht es bei dem aus? Mal gucken, ob wir hier noch... Die Schraube steckt noch da drin. Ah, so ein Stückchen wieder raus. Ja, das könnte Stückchen für Wahnsinn, Stückchen für fest Stückchen das Ding geht das da drin raus. Hängt. 2000 Jahre später. So, ist jetzt soweit. Jetzt. Ja, guck mal, was hier rauskommt. Mach nochmal. An Rost raus. Guck mal, was da rauskommt. Mach nochmal. Ja, yeah, das sieht doch mal klasse aus. So, die ganzen Stücke hast du ja jetzt noch drin, oder was? Ne? Ich muss jetzt noch mal was machen. So, die ganzen Stücke, die du jetzt da reingemacht hast, Stückchen für Stückchen für Stückchen, die haut er jetzt auf der einen Seite hier raus. So, da kommt das erste Stück, dann zweite, nächste. So, alles gut. Bock. So. Ja, und die hat er sich dann immer wieder gebaut und hat dann damit den das Ding so rausgepresst. Und da kann er sehen, unglaublich. Ne? Schöne Sache, ne? Ja, das ist ein Spezialwerkzeug. Ne? Made by selbst gebaut. Ja. Tusch da rein, ne? Ja, bitte. Gut. Prima. Das ist auch erledigt. Klasse. Euch eine gute Zeit. Wir freuen uns aufs nächste Video. Ja. Und lasst uns ein Abo da. Daumen rauf, wenn ihr Bock habt. Wir möchten gerne die 600.000 knacken. Da sind wir knapp davor. Wäre schon geil, wenn wir noch ein paar Abonnenten das kriegen. Das schaffen wir mit eurer Hilfe. Genau. Danke. Bis dann, Eddie. Tschö. Tschüss. Wisst ihr mal, wie so ein bisschen die Genie, die immer so... Tschüss. Tschüss.